willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play. Fick dich, Junge! Zu einer weiteren Runde DayZ, ja. Alex müsste hier gleich bei mir ankommen. Ja, irgendwo. Ich laufe. Ich bin schon mal nach Kamerun reingelaufen und habe meine Axt organisiert. Mehr brauche ich nicht. Ich bin letztes Mal so feige von Hackern zerlegt worden. Da läuft jemand. Was wird? Na? Ich lauf vor der, genau, ich lauf hier vor dem Industriegebiet rum und warte drauf, dass du kommst. Wo läufst denn du? Direkt am Strand? Weiß nicht, naja, nee, irgendwie ja schon. Na, da bist du. Verdammt, ich wollte mich anschleichen. Jetzt siehst du meine schicke Sonnenbrille? Warte, hier sind so, also hier ist das gerade, ja, du hast eine Sonnenbrille auf, tatsächlich. Aus wie so ein Sunny Boy. Ja. Mit einer Axt. Also, ja, nicht sehr vertrauenserweckend. Jo, direkt nach Balotta laufen, glaube ich, oder? Jo, kann man machen. Da ist eine Axt, die hole ich mir kurz. Mach das. Nein, da kommen richtig viele Zombies rein. Ich bin gebrochen, ich blute. Ich wollte rausrennen, dann auf einmal hackt er mich einfach um. Ah, ja, ich kann dich nicht retten, tut mir leid. Ich wollte nur diese Axt. Ich wollte noch sagen, geh da nicht hin, das haben viele Zombies hinter dir. Tut mir leid. Was? Hast du mit denen zusammengearbeitet oder warum tut mir leid? Ja, ich hab die zusammengepult und dann hab ich mir schon gedacht, ja, jetzt pullt Alex die und dann stirbt er. Ja. Ja, ganz kurz AFK mit dem Ladescreen. Bin gespannt, wie der jetzt spielen kann. Nur kurz wieder ein T-Shirt angezogen, so lange nur wie frisch. Was soll das denn davor an, wenn du dir jetzt erst ein T-Shirt anziehst? Was? Ich lag die ganze Zeit im Bett und hab Breaking Bad geschaut, also insofern nichts. Warum? Voll warm mit der Decke. Ne? Aber jetzt, wo ich wieder am PC sitze, hab ich mir gedacht, wäre es besser, wenn ich mir da was Warmes anziehe. Na Mann, deine schönen Zuschauer an der Webcam. Oh ja. Nur Flames kriegen wir mal bei einem Trikot, wenn ich das in die Kamera halte. Gleich müssen wir nochmal als Erfolgsfilm. Spielt heute nicht Bayern? Was? Ne, morgen. Samstag. 15:30. Freitags und Sonntags spielen recht selten in der Saison. Ich hab nur noch ein paar. Wo ich jetzt rauskomme. Na, ich laufe Richtung Balotta. So lese ich einmal anfange zu bluten, dann verblute ich. Hättest du meine Bandage nehmen können. Ja, mit den 8 Zombies da drum herum, gute Idee. Töten müssen. Guck mal, was machen wir denn zur Liste? Ja, genau. Wenn ihr eine Liste für die Liste machen. Was denn für eine Liste? Was wir alles machen wollen, wenn er da ist. So. Ach, Mensch, oh. Nochmal so eine Ische hier. Indiga Laten ist on. Wer ist Indiga Laten? Ja, so wie Humble Bundle. Ja, der letzte Mal war da nur Crap drin irgendwie. Ja, Indigala ist irgendwie immer scheiße. Jetzt ist da so komisch Omega Ludon. Oh, Henrik, Cerno. Lacker. Praetorians, Rome, Gold, Knights or Honor. Honor. Lead and Gold. Majesty 2. East India Company, Hearts of Iron 2. Elven Legacy. Das sagt mir alles nichts. Ja, es ist alles scheiße. Also ich sehe schon Balotta, mal gucken. Eterno.
Ja, also nach Balotta komme ich eh noch schon. Ja, nur ist, du kennst es ja. Kein sicheres Plätzchen. Sicherer als Elektro. Das stimmt allerdings. Nein, das stimmt. Alex, ich war noch gar nicht Molten Core, das hast du mir noch gar nicht gesagt. Was, war's noch nicht diese Woche? Nein. Dann gehen wir lieber schnell. Mhm. Ist wichtig. Ich weiß. Irgendwie sind meine Frames auf dem Server nicht so geil. Nee, der ist schon ziemlich ausgelastet. Ich mute mich mal ein bisschen. Naja. Ausnahmsweise. Oh, ich höre Fliegen. Hm, das ist ein toter Spieler. Weil der ist irgendwie von oben irgendwo runtergefallen, kann ich nicht hoch. Oh, Zombies. Oh, da muss man. Ich wollte mal so ein bisschen. Boah, ich hab durchgehen. DMR und MP5 Magazin. Ah, Magazin, ich dachte schon, du hast die Waffe. Mach mir halt falsche Hoffnung. Und eine Bandage. Oh, noch ein MP5 Magazin und nochmal AK Magazin. Richtig viel Munition gleich. Dann werfe ich die Zombies mit Magazin. Brauchst auch nur ein Chemlet, um dich abzusichern. Ja, stimmt. Das ist eher relativ leer hier. Ich bin aufs Krankenhaus gegangen. Weil ich hier in Tscherno irgendwie noch nie wirklich viele Leute gefunden habe. Schauen wir mal. Nichts. Leere Kiste. Da liegt es wieder nur daran, dass hier so zwei komische leere Dosen liegen. Ja, dann kann ich nichts Neues bauen, ne? Jo, lag auch daran. Malotta ist ziemlich leer. Nochmal rüber zu den Hochstimmen. So, ich hab fast die ganze Medizinkiste dabei. Nein. Warte mal, dass ich mich wachmäßig ausrüste. Hast du schon mal Antibiotika gefunden? Einmal, ja, wieso? Nein, nur ich. Oh, es wird auf mich geschossen, na super. Ja, ey. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Ich bin die andere Leiter runtergegangen, du weißt schon, die, wo man zwei Leitern gehen muss. Ja, und jetzt kriegst du auch einmal vor, fängt jemand auch noch mich zu schießen. Nein. Auf Leitern ist man halt auch so schutzlos irgendwie. Ja. Ich schau gerade, ob ich ihn irgendwie herren sehe, weil ich bin jetzt auf diesem Zwischending. Der hat mich nur einmal kurz erwischt mit einer Pistole. Viel Schaden gemacht, fast gar nichts. Nur einen Schock bekommen. Nein, Hochstimmen ist nicht ein Zombie. Ey.
dass ich mir so viele Verbände noch mitgenommen habe. Ah, jetzt spawnen die Zombies, glaube ich, klar. Bandages und Heatpacks, wie geil. Wo schießt der? Vorne irgendwo. Der schießt hier dauernd, ey. Das ist irgendein Sniper, DMR oder so. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Der ist nur ein Zombie, der in seine Richtung. Ah, da liegt er! Oder? Mo liegt da oben drauf, Sniper. Der liegt an so einem Ball, an so einem Busch, an so einem Baum. Ja, da, im Gili, glaube ich. Ich sehe ihn nur ganz leise, wie er sich dreht und bewegt. Der liegt da an dem Berg hier. Hat meine Position perfekt in Sicht, aber trifft nicht. Geistige Zero oder so. Den genau hier, der kam die Zombies gerade zu ihm hin. Das ist meine Ablenkung. Zombies aus der Stadt, die sind fast bei ihm, ey. Nein. Boah, wieder nur Munition. Ja, komm weg hier. So, ich ergreife meine Chance jetzt. Ich renne Richtung Cherno. Mal gucken. Versuchen wir jetzt aus dem Schussfeld des Snipers rauszuhalten. Also liegt da auf dem Berg, nördlich über Cherno? Nordöstlich. Oder? Über Cherno, der Berg. Ja, ich laufe recht küstennah. Eigentlich direkt nach Cherno gleich rein. Versuchen wir jetzt aus seinem Schutz. Aus seiner Schusslinie rauszuhalten und wenn das nicht zu looten hier. Check nochmal oben den Militär, ist man da schon mal irgendwas gefunden in Balotta? Nee. Der eine kleine? Nee, noch nie. Aber ich hatte es recht gut gemacht, der hat gerade gegen die Zombies gekämpft, dann bin ich einfach weggegangen. Ich wollte ja gerade was über Warzy sagen, aber fiel mir ein, das darf ich eigentlich nicht. Was, dass es scheiße ist? Und abgehört, nein! Und nichts wird? Wahrscheinlich, das, keine Ahnung. Das würde ich niemals sagen, weil dann würde ich ja gegen die NDA verstoßen. Was, ich habe keine... Alter, hier ist gerade was explodiert. Hier ist gerade irgendwas explodiert. Also auf die NDA. Mich mal. Ist doch voll behindert. Da wollen sie nur wieder das Geld aus den Leuten locken, damit keiner sagen kann, oh, das ist scheiße, das gefällt mir nicht. Und dann alle, oh, dann kaufe ich es mir lieber nicht. Hier explodiert ganz viel. Der Hacker unterwegs oder so. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, keine Ahnung. So eine typische Taktik. Das ist, die haben nur Angst, weißt du? Die ja, Leute klar, nicht kaufen. Die wollen ihr Geld machen. Aber ich denke, die Leute sollten ein Recht haben zu erfahren, was andere von dem Spiel halten. Eigentlich schon, ne? Sollen sie meinen Account sperren? Ja, richtig. Naja, ich glaube nicht, dass sie überhaupt irgendwie abnehmen würde, wenn du sagst, ja, das Spiel ist scheiße oder sonst was. Das einzige so, wo die halt abnehmen, wenn du jetzt irgendwie Videos oder Screenshots machst, da wird ja auch noch keine Videos oder sonst was kommen können vor dem 5. November. Jetzt hat mich ein Zombie wieder einmal geschlagen, ich blute sofort wieder. Jetzt verfolgt er mich hier in dieses scheiß Café-Eckhaus da. Ja, das ist hartnäckig.